Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, und jährlich grüßt das Murmeltier. Wieder einmal wollen Sie vor allen Dingen der Bevölkerung weismachen, dass die NATO-Mission Sea Guardian im Mittelmeer Terrorismus und Waffenschmuggel bekämpfen würde. Die Kosten dafür satte 1,7 Milliarden Steuerzahlergelder, vorgeblich Deutschlands Beitrag zu einer sicheren Welt. Die andere Seite dieser Medaille, Lieferungen von Mordwerkzeug in alle möglichen Länder der Welt, auch in Kriegs- und Krisengebiete, unter anderem an solche Diktaturen wie Saudi-Arabien, die wiederum damit Menschen im Jemen morden. 2022 erreichte die Ausfuhr der deutschen Rüstungsexporte unglaubliche 8,4 Milliarden, der zweitgrößte Betrag seit Bestehen der Bundesrepublik. Herzlichen Glückwunsch an diese selbsternannte Fortschrittsregierung für ihre wertebasierte Außenpolitik. Mit Sea Guardian, das müssen gerade Sie sagen, mit Sea Guardian und der Sicherheit, die es angeblich schafft, soll die NATO laut Mandatstext, ich zitiere, die politische und gesellschaftliche Teilhabe vor allem von Frauen und jungen Menschen absichern. Wenn das mal nicht Ihre bigotte feministische Außenpolitik ist. Während Sie Menschen, die Schutz vor Kriegen suchen, im Mittelmeer elendlich ertrinken lassen. Es wurde gerade gesagt, wie vor kurzem vor Italiens Küste. Ja, auch Frauen und Kinder. Reiste doch Frau Baerbock kurz nach ihrem Amtseintritt zu der rechtsnationalistischen polnischen Regierung für ein Handshake und war sehr leise dazu, dass gleichzeitig riesige NATO-Stacheldrahtzäune an der polnisch-weißrussischen Grenze gegen Geflüchtete aus den Kriegen in Jemen, in Afghanistan, in Irak und Syrien hochgezogen wurden. Und kurz danach, wenige Monate später, öffnete man völlig zu Recht die Grenzen für Geflüchtete aus der Ukraine. Aber mit was für einer Doppelmoral Sie doch unterwegs sind. Sie behandeln Kriegsgeflüchtete als welcher erster und zweiter Klasse. Wer vor Kriegen Ihrer Bündnispartner wie der Türkei, wie Saudi-Arabien und seit Jahren der US-Kriege flieht, der braucht nach Schutz hier nicht zu suchen. Der wird abgehalten mit Zäunen und ja auch mit solchen Missionen im Mittelmeer. Wie wäre es denn endlich mal mit Fluchtursachen bekämpfen? Nicht alle Kriege und Konflikte mit Waffen zu befeuern. Staaten. Ja, Russland natürlich, aber auch die Türkei, Saudi-Arabien und weitere. Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen von der SPD-Fraktion? Nein, danke. Nicht nach diesem Beitrag eben. Die Bilanz Ihres Mandats ist so ernüchternd wie Ihre Realpolitik. Waffen wurden durch Sea Guardian ja bekanntlich nie beschlagnahmt. Bei 21 Schiffen gab es einen Verdacht auf kriminelle Handlung und Terrorismus. Die Folge davon war lediglich, diese Schiffe weiter zu beobachten und gegebenenfalls zu überprüfen. Das ist doch wirklich lächerlich. Wir wissen doch, worum es hier wirklich geht. Es geht hauptsächlich um den Schutz geopolitischer und Wirtschaftsinteressen, gerade auch, und Sie haben es doch eigentlich eben genannt, gegen Staaten wie China und Russland. Es geht darum, dass mit Steuerzahlergeldern, mit Milliarden, die Gewinne von großen Konzernen gesichert werden. Und dazu sagen wir weiterhin Nein.